Mein Name ist Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Alle sprechen über die Staatsverschuldung. Doch warum sind Schulden so ein großes Problem? Im Prinzip ist es ganz einfach. Staaten, die hoch verschuldet sind, müssen viel Geld für Zinsen und Tilgung ausgeben. So wird ihr Handlungsspielraum immer kleiner und irgendwann geht gar nichts mehr. Klingt logisch. Das Problem ist nur, die Staaten tun nichts dagegen. So ist in Deutschland der Schuldenberg auf 2 Billionen Euro angewachsen, bei Bund, Ländern und Kommunen. Um das Wachstum des Schuldenbergs zu stoppen, steht seit 2009 die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz. Das bedeutet, der Bund muss ein Defizit von 50 Milliarden Euro in 2010 auf 10 Milliarden Euro in 2016 reduzieren. Nur wenn die Konjunktur schlecht läuft, dürfen zusätzliche Schulden aufgenommen werden. Die müssen dann aber im nächsten Aufschwung wieder abgebaut werden. Das ist das Neue an der Schuldenbremse. Solide Finanzen bekommen wir nur hin, wenn auch die Bundesländer mitmachen. Immerhin tragen sie zu fast einem Drittel der Verschuldung in Deutschland bei. Für sie gilt die Schuldenbremse zwar erst ab 2020, aber sparen müssen sie schon jetzt. Das machen einige Bundesländer besser als andere. Ich zeige das mal anhand einer Ampel. Einige Länder schaffen schon lange vor 2020 ausgeglichene Haushalte. Zum Beispiel Sachsen. Der Freistaat erzielt schon in diesem Jahr Überschüsse. In Bremen sieht die Sache ganz anders aus. Bremen hat die höchste Neuverschuldung pro Kopf. Das Land hat mit der Konsolidierung begonnen und erste Erfolge sind schon erkennbar. Rot zeigt die Ampel in Nordrhein-Westfalen. Dort droht das Defizit bis 2013 sogar noch zu steigen. Die Landesregierung muss ihren Kurs grundlegend ändern, damit NRW die Schuldenbremse meistern kann. Für das Institut der Deutschen Wirtschaft ist die Schuldenbremse der richtige Weg. Deshalb haben wir die Konsolidierungsbemühungen aller Bundesländer mit den aktuellsten Zahlen durchgerechnet. Wir empfehlen ein einheitliches Berechnungsverfahren für alle Bundesländer und die regelmäßige Veröffentlichung des aktuellen Konsolidierungsstands. So kann jeder nachvollziehen, ob seine Landesregierung die Schuldenbremse ernst nimmt.